Markus, 4-0 verloren in Aalen. Wie kann das passieren? Keine Ahnung, nee. Weiß ich nicht. Im Moment habe ich keine Erklärung. Ich weiß einfach nur, dass es katastrophal anfühlt. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben dann die rote Karte alleine war es nicht. Wir haben davor auch schon nicht gut gespielt und letztendlich war das einfach nur die Konsequenz. Ich glaube, wir wollten es in der zweiten Halbzeit, haben wir uns vorgenommen, nochmal das zu probieren, aber kriegen ja direkt beim ersten Angriff wieder das 2-0 und dann, glaube ich, waren wir einfach tot. Wie geht es jetzt weiter? Wie verarbeitet man so eine Partie? Jetzt geht es erstmal weiter, dass wir, ja, jeder erstmal für sich und morgen dann, denke ich, beim Training gemeinsam und dann müssen wir uns an die eigene Nase packen und jeder Einzelne muss sich hinterfragen, ob das alles war, ganz egal wer es ist und ja, keine Ahnung, wir müssen einfach dann wieder nach vorne schauen und zusehen, dass wir den Fans einfach gegen Cottbus zumindest mal Herzblut zeigen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, ich bin selber komplett jetzt neben der Spur. Die Fans waren unzufrieden, es gab Pfiffe, habt ihr dafür Verständnis? Absolut, absolut, ich meine, die Leute bluten für den Verein, ist einfach so, die sind mit vollem Herzblut dabei, opfern hier am Nachmittag. Und wir haben das Vertrauen, das sie in uns setzt, haben wir ihnen einfach nicht zurückgeschenkt. Kann man mit so einer Leistung aufsteigen? Ja, ich glaube, das wäre jetzt ja Quatsch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir da vorne gewonnen haben. Ne? Also von dem her, ich bin kein Schwarzmaler. Es war absolut beschissener Nachmittag. Sowas darf absolut nicht mehr vorkommen, das weiß jeder. Aber ich glaube, jetzt aus den eigenen Reihen den Aufstieg oder unsere Ziele in Frage zu stellen, ist mit Sicherheit auch nicht richtig. Ich glaube, wir müssen einfach ja, wieder noch enger zusammenrutschen und einfach, wenn man einen in die Fresse kriegt und am Boden liegt, kommt es nur darauf an, wie oft man wieder aufsteht. Und das müssen wir einfach gegen Cottbus zeigen. Alles klar, danke dir.